Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich für eine neue Emission von Television Stese. Los, aber sicher kommen wir der Sommervakanz ein bisschen mehr noch. Aber noch ist es nicht so weit, und wir bringen euch auch noch diese Emission nach einer Emission für eine große Sommervakanz. Das Programm von heute steht ganz am Zeichen vom Nationalfeiertag zu Stese. Am Vierhofen von unserem nationalen Feiertag sind wir hier in den Kultursaal gekommen, für Mannschaften der Gemeinderat diesen Tag zu feiern. Am Mund vom ganzen Gemeinderat sollen sie uns merci für ihre Präsenz. Ein spezielles Merci an unseren Service d'Incendie und uns Verein dafür, mit dem sie um Kochdees, um Tedeum und um Freundschaftsfest auf der Kirchplatz. Zusammen mit der großherzoglichen Familie zelebrieren wir einen Akt von nationalem Zusammengehörigkeitsgefühl und setzen damit ein wichtiges Zeichen nach außen. Wir sind stolz und hilfreich hier im Land auf die gute Lebensqualität und für allem von stabilen Institutionen an einem sozialen Frieden profitieren zu können. Wir verdanken das den heutigen und den vierten Generationen. Wir genießen in unserem Land Freiheit, eine konstitutionelle Garantie, Demokratie und Toleranz. Wenn wir von konstitutionellen Garantien sprechen, dann müssen wir an uns Verfassung denken. Lützeburg wird eine neue Verfassung. Den Text, den am Dezember 2022 am zweiten Lektüre von der Chambre überholt wird, tritt den 1. Juli des Jahres in Kraft. Uns erblickliche Verfassung war ja für 175 Jahre Zwettelbrück an einem Schulsaal geschrieben ging. Die Grande Chef von Lützeburg als einen demokratischen, freien, unabhängigen und undehlbaren Staat funktioniert nur die Regeln von einer parlamentarischen Demokratie. Die Staatsform als die von einer konstitutionellen Monarchie. Der Staat beruht auf Prinzipien vom Rechtsstaat und auf dem Respekt und auf dem Respekt für die Menschenrechte. Souveränität bleibt bei der Nation, von der die Staatsgewalten ausgehen. Wir genießen in unserem Land Grundrechte und Öffentlichrechte. Menschenwürde als unverletzlich. Kein darf gefoltert oder unmenschlich behandelt werden. Todesstrafe kann nicht angefordert werden. Alle Personen haben Recht auf ihre körperliche und geistige Integrität sowie auf Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit. Die öffentliche Freiheit sind Gleichheit für ein Gesetz, Gleichheit von Frauen, von der Frauen und Männer, was ihre Rechte an ihre Pflichten anbelangt, ein Recht, eine Familie zu gründen, ein Recht auf Respekt von ihrem Familienleben und Privatleben. Jede handicapierte Person hat Recht auf dieselbe Art und Weise, alle Rechte zu genießen. Ein Wohnung, die uns verletzlich ist, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sie garantiert,
Es darf kein Zensur gefordert gehen. Recht für sich friedlich zu versammeln. Freiheit von den Gewerkschaften sie garantiert. Gesetz regelt die Ausübe vom Streikrecht. Recht auf Asyl als garantiert in den Konditionen. Wir haben alle ein Recht auf Bildung. Keinem kann sein Besitz weggehen, außer am allgemeinen Nutzen gegen eine faire Indemnisation. Sozialversicherung, der Schutz von der Gesundheit und die Rechte von der Leute auf der Arbeit, die vom Gesetz geregelt. Das sind wichtig, öffentliche Freiheiten sind es nicht alle. Staatsziele mit Verfassungsrang. Der Staat garantiert Recht auf Arbeit. Der Staat fördert den Sozialdialog. Der Staat sucht, dass jeder in München wieder leben kann, an einen geeigneten Voeding hört. Der Staat garantiert den Schutz von der menschlichen und der natürlichen Umwelt. Der Staat verpflichtet sich, den Klimawandel zu bekämpfen und sich für Klimaneutralität anzusetzen. Der Staat garantiert den Zugang zur Kultur und Recht auf kulturelle Selbstverwirklichung. Der Staat fördert den Schutz vom kulturellen Patrimoine. Das Funktionament von den Gemeinden ist auch an der Verfassung verankert. Es ist nur wichtig, Rechte und Garantien aus der Verfassung abzuzählen, weil ich der Meinung bin, dass wir heute in Lützburg stolz müssen sein auf uns konstitutionelle Garantien und Rechte. Heute und vier Wochen von unserem nationalen Feiertag sollen wir einmal nur denken, was uns Freiheit bedeutet. In einer Zeit, wo der globalen Ordnungskonflikt geht zwischen liberalen Demokratien und Autokratien. Es gibt nach Quäschtestfeld eine Reihe von Konflikten, und zwar in Äthiopien, in Afghanistan, in Aserbaidschan, Armenien, Bosnien-Herzegowina, in Israel, in Palästina, in Jemen, in Kenia, am Kongo, in Myanmar, in Nigeria, auf den Philippinen, in Ruanda, im Sudan, in Syrien. Und dann der Krieg am Herz von Europa, in der Ukraine. Und der 24. Februar 2022 die russischen Truppen in der Ukraine die russische Freiheit an unabhängiges Land überfallen, der Krieg, der viel Leid über die Ukraine bringt, verbunden mit Tausenden von Todesopfern und vielen Flüchtlingen. Ein großer Merci an all die Leute, die besonders an unserer Gemeinde ukrainische Flüchtlinge abgeholt haben und dass die ein Jahr oder nur nach immer bei ihnen wohnen dürfen. Und viel Courage und die ukrainische Volk. Wir sind froh an einem freien Land, mit einem sozialen Frieden und einer sozialen Kohäsion wohnen zu können. Unsere Regierung hat für den sozialen Frieden gesorgt und hat auch noch mehr schweren Zeiten, wodurch der Krieg an der Ukraine alles viel mehr teuer ging, als die Energieversorgung mit Knappkauf reagiert. Das zusammen mit den Gewerkschaften, mit Antikrisenmaßnahmen, was bewiesen hat, dass der soziale Dialog noch immer aktuell ist. Die größte Herausforderung für uns alle besteht daran, die Wohnungsnot zu beheben und den Kampf gegen den Klimawandel zu verstärken. Und das nicht nur zu Stesel oder an unserem Land. An der ganzen Welt müssen wir gezielt, effizient, aber auch bezahlbar Aktionen an die Wege gelegt gehen, für auf eine Klimaneutralität hinzusteuern. Langen Aktionismus wird noch nie etwas gebraucht. War meistens kontraproduktiv, mit Maßnahmen, klein oder groß, die preislich abordabel und technisch umsetzbar sind, helfen mehr und auch mehr Überzeugungskraft. Die Gemeinde Stesel hat im Moment 5.601 Abonnenten abgedeelt an 61,74% Lützebäuer und 38,26% Nicht-Lützebäuer. Und das in einer Gesellschaft von 86 Nationalitäten. Ehe für den anderen, am den anderen, muss uns die Wies bleiben für ein enger schöner Gemeng, harmonisch zusammen zu leben. Die vielen an der Gemeng sind groß. Die vielen Chantien, die zwar eine Verbesserung von der Lebensqualität mit sich bringen, verlangen den Abwohner, besonders am Zentrum, verstehen sie viel auf. Kamedie, Trafik, Parkingsprobleme, so gesagt, in all der Reis. Trotz aller Kontrainte müssen wir es fertig bringen, uns Kommerz der Proximität aufrecht zu erhalten. Und dafür müssen wir alle sorgen, weil ein Gemeng ohne Kommerz der Proximität geht problematisch. Für allem für uns mehr Elam abwesend. Wir
wie sie den so schön rumreden, könnt auch zu anderen. Und das wird auch am Zentrum von Stesel der Fall sein, wenn der Beste fertiggestellt sind. Neben den Erbischen am Zentrum wird aber auch noch eine Schule gebaut, die Kirchen zum Heistriff vergrößert, der neue Weg stabilisiert, die Renaturation von der Rölzel ist voll am Gang. Bestrebungen wird Suppression von PNÖ-Sting. Den Zugübergang von Heistriff muss mit allen Mitteln weitergeführt gehen, für eine definitive Lösung zu finden. Ein neues Schulgebäude zu Heistriff, eine neue Auffangstrukturen für uns Kinder muss geschärft gehen. Das sind nicht alle Projekte, die die neue Gemeinderat auf der Lehre hat. Das ist viel zu tun, vor allem für die nötig finanziell möglichen Prioritäten zu setzen, weil mehr Einwohner bedeuten noch mehr Infrastrukturen. Wie dann unsere Verfassung verankert das? Unsere Staatsform als die von einer konstitutionellen Monarchie. Als Monarchie werden auch immer der Garant vom Fundament vom Lützebäuer Staat und von der Kontinuität in unserem Land. Vom großherzoglichen Hof kommen das Jahr viel schöne Nachrichten. Die kleine Prinz Charles Grote Brüderchen, der Prinz François und Prinzessin Alexandra Gaufmann Prinz Nicolas Bagori bestört. Notreilig uns Felicitationen. Wir wünschen der großherzoglichen Familie all Gutes. Vive de Grand Duc Henri, vive großherzoglichen Familie, vive uns Lützebäuer Land, vive uns Heiligst.
Gottes Way. Merci. An mir fuhren vier Runden am Young and Oldtimer Day, was mittlerweile schon eine Tradition zu Stesel genas. An Dono eine weitere Tradition, der Blues Festival am Schlosspark. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Careful.
Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I said blue moon of Kentucky, just to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I said blue moon of Kentucky, just to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, it was on. Es sind heute hier als Repräsentant von der Sport- und Jugendkommission um Young and Oldtimer Day. Es war ein super flotter Tag mit gutem Wetter, mit vielen Leuten und vielen Partizipanten. Wir hatten schöne Autos dabei und es war gut gefällt. Als Club hat uns gut unterstützt und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr immer gute Success haben. In and out of love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel blue, at times I feel you. Thank you.
Das war eine Emission für heute. Ich sage merci für das Nachgucken. Wir sind als Rem am 20. mit einer neuen Emission für unsere große Vakanz. Bis dahin, macht es gut.